Ja, da würde ich auch noch gerne eine Farm bauen dafür. So eine Semi-Farm für den Anfang. Wo wir ein bisschen Ding reinlegen können, ein bisschen, na, sag's gleich. Was ist das? Danke. Kloster und das, auch nicht verkehrt. Wo wir auf jeden Fall so ein kleines Sortiersystem bauen. Und dann können wir so eine Chest machen. Auch nochmal Crying Obsidian. Dann haben wir so eine Chest, da legen wir quasi praktisch unser Ding rein. Hier, du auch. Nochmal Crying Obsidian. Ja, tschüss. Ja, wir tragen halt kein Gold. Würden noch eine Goldhose oder so benötigen. Haben wir aber nicht. Verdammt, jetzt habe ich natürlich wieder das ganze Zeug. Dass ich alles nicht haben will. So, das brauchen wir auch nicht. Das können wir alles draufbauen, Mielen. Und dann haben wir's. Und jetzt kann ich euch zeigen, was ich vorhabe. Bam, 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 bam. Bam, da. Mir kommt vor, die Bäume generieren sich immer ein bisschen anders. Ich habe euch ja schon mal gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass ich schon mal, ne, eine verschmissene Aufnahme hatte, weil ich das schon mal vorher aufgenommen hatte. Und da hatte ich kein so ein Riesenbaum direkt vorm Portal. Aber egal. Regal. Ja, wir haben jetzt nicht Glück gehabt und Soulspeed bekommen, aber wir haben Crying Obsidian bekommen. Und zwar genug, dass wir uns jetzt ein Respawn Angel machen könnten. Machen wir aber nicht, weil wir den. Das Problem ist halt, der wäre schon geil. Aber wenn wir da unseren Respawn-Point setzen und dann gehen wir in dem Bett schlafen, weil wir nur die Nacht überskippen wollen, ist das Spawn-Punkt halt schon wieder nicht da gesetzt. Und deswegen ist er ein bisschen unnötig. Außer ihr wollt halt wirklich nur in der Hölle leben. Hier haben wir zwei goldene Schwerter. Die hätte ich wegschmeißen können. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Hätte man noch mal ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber egal. Jetzt fangen wir ein bisschen an. Und zwar, was ich dran liebe ist, das ist ja quasi so ein magischer Block, ne? Ist ja quasi so ein magisches Biom.
Und das sieht auch in der Overworld total geil aus. Das sieht halt aus wie etwas Magisches. Ja. Und das werden wir hier schön verteilen. Und uns hier so eine Art magisches Biom hinballern. Bam, 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 bam. So. Also ihr kriegt die Idee. Und da habe ich jetzt eine ultra hammer mega geile Idee. Was wir hier reinmachen. Hier machen wir uns quasi ein eigenes Dorf nochmal rein. Also wir bauen ja hier unser Dörfchen. Aber das hier wird nochmal unser eigenes Dorf im Dorf. Ah, verdammt. So. Zack, 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 zack. Ja, da gehen uns die Blöcke langsam aber sicher schon aus. Müssen wir mehr holen. Aber das Portal würde ich gerne quasi hier reinmachen. Hier könnt ihr schon mal so eine Art Eingang machen. Das passt gerade richtig gut von World of Warcraft. Das Portal des Grauens. Das Portal des Grauens. Ja. Das Portal. So, zack. Flup, 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 zack. Flup. Dip, 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 dip. Viel habe ich noch, das ist der letzte Stack. Ich würde es ein bisschen gerne größer haben. Ich würde es gerne quasi ein bisschen so bis hier haben. Mm-hmm.
Bam, 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 bam. Genau, und das können wir dann halt quasi Bone Mealen. Und dann haben wir hier quasi alles magisch. Und ich würde gerne hier ein bisschen... So ein bisschen... ich könnte ja mal... was hatten wir gerade? Zack. So, und ab hier machen wir dann Portal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, wir brauchen 26 plus nochmal 12 für in der Hölle natürlich. Also brauchen wir 38. Wir brauchen 38 Obsidian. Hier ist meine Daily Things. Haben wir noch wo einen Sattel? Und das Essen geht uns wieder mal langsam aber sicher aus. Ich baue jetzt auch noch das Portal nur noch. Und dann wird es das für diese Aufnahmesession eh schon wieder gewesen sein. Wir haben keinen Sattel. Super. Ja, ich gehe dann mal in die Richtung und hoffe auf einen Lavasee. Ich weiß nicht. Die sehe ich immer wieder. Okay, wieso sehe ich hier Mobs auffunkeln und dann verschwinden?
Also ich weiß schon wegen dem Teleportieren, ja, ja. Aber warum tue ich es da hinten nicht? Eigentlich funktioniert das mit dem Wegteleportieren doch. Wahrscheinlich, weil es nicht auf dem Server läuft und habe ich das da hinten... Doch, das da hinten habe ich doch gechunkloadet. Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss sowieso das mit den Totems machen. Da hätte ich eh Bock. Also ich wollte jetzt... Das mit den Totems wollte ich ja schon die ganze Zeit livestream quasi, wie ich das schreibe. Müssen wir mal gucken. Jetzt fängt es regnen an, das ist natürlich super. Das Problem ist, wir haben ja einen Shader drin, das heißt, wir würden es eigentlich eh sofort sehen. Wenn hier irgendwo Lava wäre. Und da hinten, glaube ich, ist Lava. Hier ist eine Höhle, in der ich schon mal war. Ach, wisst ihr was? Wäre gar nicht schlimm gewesen, wenn ich jetzt runterfalle, weil ich eh meine Schuhe anhabe. Ich mache hier nur gerade mit, weil ich die Knochen alle benötige. Da schlägt ein Blitz ein. Hier sind jetzt schon ganz schön viele Mobs. 12 Knochen, nett, aber... Ich mag mir nicht 36 Lava aus der Hölle holen. Darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. Hier ist wahrscheinlich auch nur eine Fackel. Ne, hier ist eine einzige Lavaquelle. Aber besser wie keine. Das heißt, ich nehme sie trotzdem mal mit. Ist das hier eine Höhle, die schön runterführt? Nein. Aber egal, ich baue mich jetzt hier mal runter. Und hoffe, dass wir auf Lava stoßen. Ah, es gibt's doch nicht. Hier würde ich mich sogar in 100 Jahren auf keine Lava graben. Ups. Oh ja, verdammt. Ich hab wieder ganz vergessen. Death Strider. Haben wir jetzt ja. Habe ich gesagt, ne? Ich finde es ein bisschen schade, dass man Crying Obsidian
nicht das Portal-Frame nehmen kann. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon genug. Aber wenn ich halt schon dabei bin, weil es geht eh relativ schnell, wir haben Efficiency 5, würde ich gerne irgendwie gerne einen Stack voll machen. Ah, jetzt haben wir bei einem Stack, also 56, 57. Und zwei noch. Und hui! Was? Boah. Also ich finde das neue Minecraft, also ich finde diese neuen Minecraft-Features, diese Teleportationssachen zum Beispiel, die finde ich einfach so genial gelöst. Das ist einfach ein Wahnsinn. So. Und in meiner Daily Things Ding habe ich doch... Ich habe keinen Flint and Steel dabei. Das wäre ein Daily Things Thing. Ja, machen wir mal das Portal an. Aber gehen noch nicht durch. Ich habe doch sicher in der Tools Chest... Jetzt muss ich mal wieder ein bisschen aussortieren, warte mal. Ich sortiere mal kurz ein bisschen aus. Zack. Stimmt, das gehört dann ja jetzt auch einsortiert hier. Ja, Seeds gehört weg, der ganze Mist. Ah, hier ist Netherrack. Ich habe eine Netherrack-Chest. Ich denke mir halt noch so. Ich guck die ganze Zeit falsch. So. Ja, den kann ich wieder austauschen. Achso, dadurch haben wir natürlich auch ein bisschen extremer Damage bekommen.
Rotten Flesh, Bone Meal, Knochen, Rotten Flesh, Seeds. Ja, Pfeile brauche ich. Ja, vielleicht. Bogen. Lege ich mal hier dazu. Daily Things, kann der Eimer zurück. Zack. Und Glowstone kommt auch hier hin. So, jetzt muss ich aber nur mal gucken kurz. Daily Things. Genau, da geht das Holz langsam alle. Also was heißt langsam? Es ist so gut wie alle. So, zack. Holz wieder ein bisschen aufgefüllt. Ich weiß zwar nur einen Stick, aber ich nehme den trotzdem. So, zick, ein Stick. Und hier mache ich da mal einen Flint and Steel hin. Habe ich doch hundertprozentig hier. Das Ding, das man sich meistens in jedem Playthrough nur craftet, um einmal ein Portal anzumachen. Und das war's dann. Jetzt müssen wir nämlich auf Folgendes aufpassen. Wir müssen... Stimmt, da hätte ich ein Databag dafür schreiben können. Also da hatte ich mal eins. Habe ich noch nicht gemacht. Also ich könnte jetzt ein Databag schreiben, dass wir schön die Koordinaten gleich wissen würden. Aber... wartet mal. Machen wir mal. Zack. Also, wir müssen es auf 7. Sieben und 3,40. Ups. Wunderschön. Also auf 7. 7 und 3, 40. Also plus 7 und minus 340 müssen wir das Portal aufstellen. Wenn wir da jetzt durchgehen würden, dann würden wir da hinten rauskommen bei dem. Dann würden sich die Portale quasi verknüpfen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen auch noch für den Spawn ein eigenes haben. Und wir wollen sogar das Portal, das da steht, wollen wir sogar neu machen. Weil das ja auch nicht auf den genauen durch 8 dividierten Koordinaten steht. Ja, das sieht cool aus. Und dann war es das auch wieder für die heutige Aufnahmesession wahrscheinlich. Wir haben ein bisschen was geschafft. Eine Netherite Pickaxe. Schuhe. Fast legit. Hätten wir eine Enderman Farm gehabt. Also hätten wir eigentlich, aber... Das war dann zu blöd, dann nochmal 10 Stunden zu bauen. Stimmt, du bist da ja durchgegangen. Ich dachte mir noch, du wirst hier 100% gesaved. Noch einer ist hier durchgegangen. Also 7... Blub, 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 blub. Du bist 7. Und minus 3,40. Minus 3,40. Minus 3,40. Minus 3,40. 3,40. Ja.